Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Moji, ich bin hauptberuflich Reaktions-YouTuber und Streamer und wir werden uns jetzt heute dem brandneuen Video von dem allerechten Sascha Hellinger geben. Sascha hat vor genau einer Minute ein neues Video hochgeladen und da sind wir auch direkt zur Stelle. Lehnt euch zurück, meine Herren und Herreninnen. Monte hat jetzt OnlyFans, ist der Titel. Interessant. Es geht los. Let's go. Soweit. Heute kommt ein neues Video und lasst uns direkt zum Anfang eine Sache bitte beschließen. Das Thema Bart ist von nun an Geschichte. Wir nehmen den Bart und packen ihn auf den Friedhof neben meine Nasenlöcher. Gut, ich Ja. hatte euch im letzten Video darum gebeten, mir eBay-Kleinanzeigen. Stimmt, Na Sascha hat richtig riesige Nasenlöcher, Digga. Das habe ich irgendwie verdrängt die letzten Monate. Das kam auch öfter nicht zum Thema, dass Sascha überproportional große Nasenlöcher hat. Ja, die sind wirklich groß, Digga. Die sind wirklich gigantisch, wenn ich jetzt nochmal so drauf schaue. Zu schicken. Dementsprechend geht dieses Video um eBay-Kleinanzeigen. Wer hätte es gedacht? Ich bin sehr gespannt, was verkauft wurde oder halt auch wie immer nicht. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Kleinanzeige. Let's go. Samsung Chris Crystal UHD TV 4K Fernseher, irgendwelche Zahlen? 65 Zoll. 549 Euro VB. Yo, der hat den so reingestellt. So hat er den auf eBay reingestellt. Das ist smart. Das ist smart. Das hat safe mehr Reichweite gegeben, mehr Klicks für die Anzeige. Yo! Das Ding muss ja direkt verkauft worden sein. An alle, die diesen Fernseher suchen, weil sie noch einen Fernseher brauchen, das Ding ist zu 100% schon weg. Geil. Das Einzige, was mich so ein kleines bisschen stört, ist der Frame von dem Video. Mein Mund ist offen. Was bin ich? Bin ich ein Mr. Beast Thumbnail? Für alle, die ihren Fernseher auch so schnell wie es geht verkaufen wollen, kein Problem. Ich werde jetzt gleich einfach meinen Mund geschlossen halten. Da könnt ihr die Stelle in dem Video pausieren und dann euren Fernseher online stellen. Viel Glück beim Verkaufen. Top. Suche ein bis zwei Zimmerwohnung in Hi Jennifer, hast du deine jetzige Wohnung eventuell zum Tausch abzugeben? Ich wünschte, aber meine Vermieterin hat jetzt einfach selber jemanden aus ihrem Bekanntenkreis ausgewählt. Okay, dann viel Glück. Oh nein, nicht schon wieder. Lust vor deiner Abreise noch ein Date zu haben? Hey Chat, macht ihr sowas auch? Macht ihr so, wenn ihr so, wenn ihr auf so eBay was kauft oder auf irgendwelchen anderen Plattformen, so Kleiderkreise oder sowas, und ihr seht, da ist ein Profilbild von einer Frau und die sieht gut aus, versucht ihr euch die dann zu klären, Digga? Das ist doch, also, das hat noch nie funktioniert, Chat. Das hat noch nie funktioniert. Bei dem einzigen, bei dem es funktionieren würde, wäre ich. Weil ich das gut kann. Und ich habe sogar Beweis dafür. Also, vielleicht haben es einige von euch damals mitbekommen. Ich habe irgendwann einen Stream gemacht. Und wollte mir, glaube ich, eine Reise buchen auf Check24 Urlaub. Und dann habe ich auch mit so einer Assistentin von der Seite geschrieben. Und ich habe die dann, also ich habe dann so getan, als wäre ich reich. Und habe die dann gefragt, ob die mitfliegen will. Und sie hat fast ja gesagt. Eins, wer da dabei war, ist schon lange her. Also es waren auf jeden Fall einige dabei, die das bezeugen können mit der Assistentin von Check24, Digga. Er schickt einfach ein Bild von sich selbst. Ich kann es nicht oft genug hier sagen. eBay Kleinanzeigen ist kein Dating-Portal. Und komischerweise endet auch der. Das ist auch super weird, Digga. Der Chat hier. Also könnt ihr euch ja vorstellen, wie erfolgreich das war. Bro! Ein RTL! Hey, hast du Bock auf einen Apfel? Ein Apfel? Was hast du gemacht? Wow. Bist du Magier? Nein, ich bin kein Magier. Aber mit dem neuen Samsung Galaxy S24 Ultra ist es möglich, nervige Sachen mit Hilfe von AI auf deinem Foto verschwinden zu lassen. Und falls du sie wieder vermissen solltest, kannst du sie auch wieder einfügen. Was ist denn jetzt los hier? Mit dem Eins, wenn Samsung Schrott ist. Samsung Galaxy S24 Ultra kann man Sachen nicht nur verschwinden und einsetzen lassen, sondern auch Eins für iPhone. Nee, eins für Samsung, zwei für iPhone. Auch mit der Hilfe von AI ersetzen. Peter, bitte lächeln mal. Mann, ich wollte doch nur wissen. Und jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ich mir eine potenzielle, dick bezahlte Kooperation mit Samsung verkackt habe, Chat. Ist es richtig? Ja, okay, aber wenn man realistisch ist, hätte Samsung sowieso niemals eine Kooperation mit mir gemacht, Chat. Oder denkt ihr, dass sie gesagt hätten, ach doch,
Der Typ mit der Maske, der macht authentischen, professionellen, erwachsenen Content. Den sehen wir uns im Marketing-Team, Digga. Ach, scheiße, auch wäre doch sowieso nicht passiert. Fick Samsung! Also, bevor ich eine Anzeige kriege oder eine Klage oder sowas, ich mag iPhone persönlich lieber. Ist meine subjektive Meinung, ja? Also Samsung ist bestimmt auch interessant für manche Leute. Ob du einen Apfel willst. Alles, was wir dafür machen müssen, ist einfach wieder ein Foto von Peter, dann in die Galerie gehen, unten auf den Stift drücken, auf die drei magischen Sterne drücken, den S-Pen rausholen, Peter ausschneiden und dann mit der AI auffüllen lassen. Naja, mal for real, Samsung feiere ich nicht. Allgemein Android. Ich mag auch tatsächlich Leute nicht. Eins, wer ein Android hat, ich mag Leute nicht, die Androids haben. Wisst ihr warum? Weil die immer so, das sind so Android-Nutzer, das sind so Leute, die denken, die wissen alles besser, Digga. Weil wenn du dann mit denen drüber redest, dann kommt direkt dieses, ich bin doch nicht so ein Konsumopfer und so ein Marketingopfer und gebe 5000 Euro für ein Handy aus. Mein Samsung Galaxy 738er Beyblade Modell hat eine 5000er Pixel Multikamera und ich kann die schärfsten Pornos mit meiner Kamera mit einem Stabilisator drehen, wenn ich dies möchte. Und zahlt sogar 400 Euro weniger als du, du Idiot, du Konsumopfer. So, solche Leute sind das. Versteht ihr, was ich meine? Ist doch immer so, Chat. Das sind immer so Besserwisser, die Android-Benutzer. Wirklich. Und dann machen die eine Story bei Instagram und wenn ich die Story sehe, dann scheppert's bei mir im Kopf, dass ich am liebsten die Apps löschen will. Ehrlich. Das ist also Samsung Android Stories bei Instagram, das ist eine Geschlechtskrankheit. Wirklich. Das ist, nee, ehrlich. Direkt auch in Folgen Leuten, die Android Stories machen. Oh Mann. Spendi? Digga, ich wollte mir gerade einen Kaffee machen. Wart ihr schon mal unterwegs und habt euch auch gefragt, was hat derjenige an oder was hat er in der Hand und was kostet das Ganze? Das lässt sich jetzt ganz leicht herausfinden. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist einfach nur ganz unauffällig ein Foto da davon. Junge! Dann geht ihr in eure Galerie, auf das Foto, holt euren S-Pen raus, haltet lange die Home-Taste gedrückt, kreist das Produkt ein und schon bekommt ihr gezeigt, was es ist und wie viel es kostet. Eine Sekunde. Digga, wer macht das? Das macht doch kein Mensch! Wer macht das denn? Ohne. Schuldest mir eh noch 2,50 Euro. Sprachbarrieren sind für uns Vergangenheit. Denn mit dem Samsung Galaxy S24 Ultra können Sie in der Zukunft Ihre Telefonate live übersetzen lassen. Das heißt, egal mit wem Sie auf der Welt sprechen, er kann Sie verstehen und Sie verstehen ihn. Wir haben mittlerweile 14 Sprachen und es kommen immer wieder neue Sprachen dazu. Ich würde das Ganze gerne Ihnen veranschaulichen, indem ich meinen guten Freund Inscope 21 anrufe. Nico, weil wie Sie alle wissen, spricht Nico nicht nur Deutsch, sondern auch noch... Nee, Bier zu, ey. Halten Sie die Klappe. Wie bitte? Nee, weh, fangen wir. Danke, Samsung. Check jetzt bitte den Link in der Videobeschreibung ab. Oh Mann. Mein RTL! Ist das Kylo? Was macht? Okay, es geht weiter mit den Kleinanzeigen. Einen Sie. Warum hat der Hund so ein Fetischhalsband um? Was musste dieser Hund durchmachen? Wo stand er zur Deko? Irgendwo in einem KitKat-Club in Berlin oder einmal im Monat in Köln? Der Hund kann echt froh sein, dass seine Augen ausgestopft sind, weil sonst hätte dieser Hund Mark Eggers schon anders gesehen. Brudi, lösch das mal bitte. Ich bin da gar nicht. Kinderglobus beleuchtet. Hallo, ich hätte gerne Fotos. Dann könnte ich Ihnen ein Angebot machen. Abholen könnte ich ihn morgen Abend oder zu Wochenanfang. Es soll ein Weihnachtsgeschenk werden. Viele Grüße, Katharina. Hier, bitte sehr. Boah, so ein Globus aber geil, Chat. Sowas finde ich cool. Habt ihr sowas zu Hause? Wer von euch hat einen Globus zu Hause? Habe ich mir auch mal überlegt, mir so einen zu holen. Ich finde die wirklich geil, Chat. Ich mag so Weltzeug. Ich mag auch so Weltkarten und sowas. So Landkarten und so von der Welt. Finde ich geil. Und den kann man drehen. Ist cool. Toll, danke. Wo wohnen Sie denn genau? Wären Sie mit 15 Euro ein... Doris, biete dir sofort Bargeld in Kiel. Moin, hab Interesse. Worum geht's? Anale Entjungferung mit Toys bei ihm. Du trägst medizinische Handschuhe und deine Kleidung bleibt an. Bist du so diskret? Hä, der will sich den Globus in den Arsch reinschieben oder was? Geht's dann auch um den Globus oder ist das was anderes jetzt hier? Wer in Kiel wohnt und sofort Bargeld braucht, meldet euch. Gaming-PC samt Setup. Hallo Bruder, wie viel nur für das PC? Hallo Hayat,
Ich würde ungern nur den PC verkaufen, weil ich dann den Rest hier unnötig rumliegen habe. Was wäre denn deine Schmerzgrenze für den PC? Vielleicht werden wir uns ja einig. Liebe Grüße. Ich brauche nur den PC. Wie viel willst du maximal ausgeben? Meine Schätzung würde für den PC irgendwo zwischen 500 und 600 Euro liegen. Bruder, ist viel. Komm, lass mit 400. Ist mir leider etwas zu wenig. Sorry. Komm mit 300, ich geb dir einen PC mit. Aber ich will doch kein PC mehr. Ryzen 3 3200G und Radeon Vega 8, 16 GB RAM, SSD 206. Junge, er ist ein guter Verhandlungspartner, Chat. Für Top-Sache. Ich brauche aber kein PC mehr, weshalb ich meinen verkaufe. Dann komm, Bruderherz, mit 400. Wie gesagt, ist mir zu wenig. 500 müssten wir schon hinbekommen. Komm, Bruder, 400 gut, 500 auch fair. 900 Euro kosten die Teile neu. Willst du Haustiere? Yo, er will einfach seine Wellensittiche verschenken. Das ist gottlos, Digga. Die sind süß. Alles gesehen. Hayat, der arme Mann will nur sein PC loswerden. Was will er mit einem Wellensittich? Wellensittich, oha, Digga. Wellensittich auch wirklich das letzte Tier, was ich mir kaufen würde, Chat, oder? Wer zum Fick hat Vögel als Haustiere, Bro? Das ist so... Wer hat die Scheiße überhaupt eingeführt? Welcher Mensch hat eines Tages gesagt, ah gut, also Vögel, die fliegen in der Luft rum, lass doch mal so ein Ding fangen und es in den Käfig reinstecken, Digga. Dann kackt er mir die ganze Wohnung voll und zwitschert hier die halbe Nacht. Wer von euch hat Vögel, auf Ernst, als Haustiere jetzt? Sie hat Nein gesagt, zu verschenken. Yo, der Bruder ist gebrochen, Digga. Big F in den Chat, meine Damen, meine Herren, Digga. Alter, das ist traurig, das berührt mein Herz. Das berührt mein Herz, Digga. Der hat einfach eine Anzeige, sie hat Nein gesagt, zu verschenken. Alter. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Kurze Schweigesekunde für einen Bruder, der ein Nein bekommen hat. Sie wird bestimmt irgendwann mal Ja sagen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich suche jetzt für das nächste Video die talentiertesten Instagram-Rapper. Also, falls du jemanden kennst, sende bitte diesen Rapper oder diese Rapperin. Warum ziehe ich Rinder mit rein? An diese E-Mail-Adresse hier. Wie immer, danke für euren Support und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Habt ihr euch mal gefragt, warum die Plattform OnlyFans besonders in Corona exorbitanten Zulauf hatte? Das ist ein Fake-Chat, oder? Oh ja, hör genau hin, du Fake-Sau. Das ist ein Fake, oder, Chat? Ist das Fake? Oh, ja. Hey Leute, was geht? Ich habe jetzt auch OnlyFans. Sub 3, my man. Da gibt's auch Arschloch-Pics, my man. Willst du ein bisschen meine schönen Schenkel, meine braun gebrannten, behaarten Schenkel, hm? Oh, ja. Wir sind leider immer noch nicht am Ende. Das Video geht noch keine 8 Minuten. Die nächste Person in diesem Video hat wann auch immer von mir einen Arschbohrer frei. Die nächste Person, die in diesem Video zu sehen ist, die kommt mit mir ins KitKat. Die nächste Person, die hier zu sehen ist, wird hoffentlich mein bester Kunde in 2024. Ich gebe das Handy weiter an jemanden, der mal wieder ein Video machen soll mit Teddo und Mond. Grüße geht raus. Der nächste Video muss bitte Arsch zeigen. Nee, mache ich nicht. Alter, Chat, ich hab schon wieder die Hälfte vom Video bei Sascha nicht verstanden, Digga. Trotzdem ein sehr interessantes, schönes Video von Sascha. Grüße an Sascha. Hat mir gut gefallen. Gibt ein Like. Wir sehen uns bei der nächsten Reaktion wieder. Hoffentlich dann mit einem Video, was ich mehr verstehe. Bis zum nächsten Mal. Euer Machi.